Wir kommen nun zu Amarna. Im Ägyptischen hieß das Achet Aton, Horizont des Aton übersetzt. Das ist die Stadt, die Echnaton in 6 Jahren gebaut haben soll. Und hier sehen wir eine Rekonstruktion von Ate. Unten hier das Symbol für Aton, die Sonnenscheibe, die die Strahlen aussendet, wo dann sogar noch so kleine Händchen unten dran sind, die Sonnenstrahlen, die einen streicheln sozusagen. Ja, hier wollte ich jetzt nochmal auf Platon eingehen, der ja von der Silbe her Pl und Aton eher darauf schließen lässt, dass er mal in Ägypten war. Und ja, Wikipedia schreibt dazu, dass Platon der Breitschultrige war. Das halte ich für ziemlich hinkonstruiert. Und laut Armin Risi ist wohl in dem Buch von Magnus von Strobulus beschrieben, dass ein gewisser Aristokles von Athen in Ägypten die Mysterienschulen besuchte und als er wieder zurückkehrte, sich selbst Platon nannte. Und das ist halt sozusagen Anlehnung an Aton, den Sonnengott, und Pl von Baal, Pal, Pl abgeleitet, Herr oder Gott. Vielleicht sowas ähnliches wie heute Gottfried oder sowas. Ja, und dass Namensänderungen auch in der Gegenwart und in der Geschichte immer wieder vorkommen, das habe ich hier mal in so ein paar Beispielen belegt. Der Name Renegade ist wohl ein Geheimdienstname für Barack Obama gewesen. Kann ja jeder mal gucken, was Renegade heißt. Und naja, Joachim Gauck hier, Stasi, inoffizieller Mitarbeiter, wurde Larve genannt, der sich ja dann auch zu dem Leiter der Gauck-Behörde und dem Bundespräsidenten entpuppt hat. Ein Paradebeispiel, wie in unserem Land Böcke zu Gärtnern gemacht werden. Das ist, glaube ich, das, was in der BRD ja, mit am besten funktioniert. Ja, und ansonsten guckt es euch an, ne? Auch ein Aleister Crowley fand Edward Alexander anscheinend irgendwie nicht so sexy und hat sich dann Aleister genannt. Lenin hat einen anderen Namen, Stalin hat einen anderen Namen. Das sind wahrscheinlich alles so die Leute, die irgendwie Völker in den Abgrund reißen und um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie danach nicht mehr erkannt werden, haben die dann halt einen anderen Namen. Und in der Bibel wurde schon von dem Jehova-Gott aus Abraham Abraham gemacht. Dazu hat dann Mario Prass auch schöne Ableitungen zum Thema Sprachverwirrung und wie man Sprachen gut dekodieren kann. Also Mario Prass mal im Internet eingeben, macht auch Spaß. Die nächste Rekonstruktion von Arte. Meiner Meinung nach ist es nicht möglich, sowas in 6 Jahren zu bauen. Das ist schon enorm. Und ja, ich glaube, das könnte auch so gewesen sein, dass Echnaton diese Stadt nicht gebaut hat, sondern er hat sie ausgegraben. Und das war der Jackpot. Dort haben die irrsinnig viele Artefakte der alten Hochkultur gefunden. Und zur Geschichte kann man noch sagen, dass Echnaton, der niemals Echnaton hieß, sondern nur eingedeutscht Echnaton heißt, früher Amenhotep der Vierte war oder genannt wurde, der zweite Sohn von Amenhotep dem Dritten. Manchmal hört man auch Amenophis den Dritten, das ist die griechische Aussprechweise und Amenhotep ist halt die ägyptische Sprechweise. Ja, ihr seht, der Geburtsname war Neferchepru Warenre. Ich versuche es nochmal. Neferchepru Warenre. Und er steht, wie ihr sehen könnt, er ist der zweite Sohn von Amenhotep dem Dritten gewesen. Das heißt, er war ursprünglich gar nicht vorgesehen für die Regentschaft. Das war eigentlich sein älterer Bruder, sollte die Thronfolgeschaft antreten. Und er hat halt die Mysterienschule begonnen, sollte dann wahrscheinlich irgendwann Hohepriester werden. Und als dann irgendwann sein großer Bruder gestorben ist, musste er halt die Macht antreten und hat erstmal alles auf den Kopf gestellt, was es in der damaligen Welt so gab. Er hat den Priestern gesagt, wisst ihr was, es gibt nur noch einen Gott, nämlich diesen Aton, die Sonne, oder das Symbol dafür ist die Sonne. Diese ganzen anderen Götter, die gibt es nicht. So, das wird einfach mal abgeschafft. Das heißt also, die Priester werden einen ordentlich dicken Hals auf ihn gehabt haben. Dann hat er gesagt, okay, ich will keinen Stress, ich ziehe weg, ich bin weder im Gizeh-Plateau unterwegs noch in Theben Luxor und hat dann halt Amarna gefunden, was genau auf halber Strecke zwischen dem Gizeh-Plateau und Luxor Theben liegt und hat diese Stadt halt dann da ausgegraben und was er dort gefunden hat, war so abgefahren, dass er, ja, wie soll ich sagen, sich nicht mehr so
konventionell um Politik gekümmert hat, sage ich mal ganz vorsichtig. Denn unter seiner Regentschaft ist das Ägyptische Reich geschrumpft. Das heißt, irgendwelche Außen Kolonien wurden angegriffen von irgendwelchen anderen Völkern, haben um Hilfe ersucht, so von wegen hier, wir werden hier überrannt, bitte schick uns deine Truppen, lieber Pharao. Und er hat gesagt, nee, ich schicke keine Truppen, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt Truppen schicke, dann gibt es nur wieder Tausende von Toten. Er vertrat die Meinung, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und deswegen es eine große Sünde sei, Menschen zu töten. Und hat sich dann gesagt, naja, wenn jetzt diese Provinzen ihre Steuern an die Hethiter zahlen, dann ist das für die im Endeffekt genau das Gleiche, als wenn sie ihre Steuern an die Ägypter zahlen. Nur wir hatten halt nicht Tausende von Toten, um an diesen Zustand zu kommen. Also schrumpfte das Reich und das Militär, kann man sich natürlich vorstellen, hat ebenfalls einen ziemlichen Hals auf ihn gehabt. Was halt auffällt, ist die Figur an sich. Also er hat breite Hüften, er hat so einen kleinen Speckbauch hier unten, wie man ganz gut sehen kann, am Bauchnabel hier und hier von der Seite. Das ist eigentlich eine Darstellung, die es nur in Amarna gibt. Alle anderen Pharaonen haben sich immer so mit Dreieckskörpern dargestellt, als ja, die geschönten Superhelden, sage ich mal. Bei Echnaton war das irgendwie was anderes. Jetzt kommt's. Allerdings glaube ich, ist das, was wir hier sehen, diese Statue, das ist nicht Echnaton. Das ist jemand, den wir Echnaton nennen, der diese Statue gefunden hat und dann halt hier, wie man es hier auch im Handgelenk sehen kann und hier unten seine Kartusche da reingeritzt hat, auch wieder im Tiefrelief im Vergleich zum Rest halt wieder eine mindere Qualität. Da halt auch die Frage, warum soll ich nur gerade den Namen, das Wichtigste in der minderen Qualität in so eine Statue bringen? Ja, und was er und Nofretete dann da noch so gefunden haben, kommt jetzt. Sehen wir hier eine wunderschöne Statue, naja, Statue vielleicht eine Büste, die Nofretete darstellen soll. Hier sehen wir auch, Nofretete ist eine eingedeutschte Geschichte, die hieß niemals Nofretete, die hieß Nefer Neferu Aton. Meri war ein Reh. Meri ist das Wort für Geliebte, also Geliebte, das war ein Reh. Und ja, steht ja nach 12 Jahren Regierungszeit Echnatons, hat er sie dann zur Pharaonin, zur Mitregentin ernannt, was auch ein Novum in der Geschichte Ägyptens war, dass ein Pärchen sozusagen sowohl den Staat regiert hat, als auch die Glaubensgrundsätze definiert hat. Und ja, als sie dann zur Pharaonin wurde, bekam sie den Amtsnamen oder den Titel Semenkaré. Und da gibt es in der Ägyptologie eine Menge Verwirrung, weil man gedacht hätte, Echnaton hat Nofretete verstoßen und sich dann irgendwie seinen Geliebten Semenkaré an den Hof geholt und mit ihm weiterregiert. Da gibt es laut Armin Risi aber mittlerweile schon Forschungen, die das widerlegen und die eindeutig auf die Richtung zeigen, dass Semenkaré Nofretete war. Hier habe ich mal das Buchcover eingeblendet von der Christine El-Mahdi, die die Informationen geliefert hat, dass Semenkaré Nofretete war. Dieses Buch habe ich allerdings selber nicht gelesen. Nun, das, was wir hier sehen, ist eine von drei nahezu perfekten Skulpturen, die es auf diesem Planeten gibt, meiner Meinung nach. Ich habe mir eine Menge Skulpturen und auch jetzt gerade Gesichter angeguckt. Und wie hier der Stein verarbeitet wurde, ich weise mal auf diese Falte hier oben hin, diese Stirnfalte zum Beispiel, was man hier sieht, das ist sehr perfekt. Das wird später mal, also ich schätze, die Dame, die hier dargestellt ist, ist so Mitte 20 und das wären halt später mal die Stirnfalten, die man im Alter bekommt. Wir haben die Struktur des Steines so eingesetzt, dass es eine Hautstruktur perfekt simuliert. Wir sehen hier noch diese kleinen Wülste über den Lippen. Also das ist unfassbar perfekt gearbeitet. Das Gesicht ist menschengroß und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, die haben dort damals, als sie die Amarna-Stadt ausgegraben haben, so eine Skulpturen gefunden in dieser Qualität, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die geglaubt haben, dass sie jetzt die Stätte der Götter gefunden haben. Hier finde ich noch interessant, wie hier Tutanchamun geschrieben wurde. Tutankhamen. Und Amen ist ja das Wort, was wir immer in der Kirche hören, nachdem ein Gebet abgeschlossen wurde.
Ich weiß nicht genau, woher dieses Wort kommt. Ich glaube, es wird aus dem Hebräischen als Bekräftigung übersetzt. Aber vielleicht geht auch die Energie, wenn man ein Gebet mit Amen beendet, ins alte Ägypten zu jenem Tutankhamen. Fand ich auf jeden Fall eine interessante Schreibweise, hatte ich so vorher noch nie gesehen. Das nächste Bild, was kommt, ist die Tochter, wird als Prinzessin bezeichnet. Die steht in Berlin im Ägyptischen Museum, wurde auch in Amarna gefunden und hat dieselbe Qualität wie die Dame, die wir gerade gesehen haben. Der Kopf ist ein bisschen kleiner als ein Menschenkopf. Ich nehme an, dieses Mädchen, das hier dargestellt wurde, ist so 13, 14 Jahre alt. Also es ist gerade so der Moment, wenn das Mädchen zur Frau wird, sozusagen. Wir sehen noch so ein kleines bisschen Babyspeck so am Kinn und am Kieferpartien. Wir sehen, wie ich finde, unfassbar schöne Lippen. Wir haben eine Ausarbeitung der Hautporen hier oben im Stirnbereich, die auch wieder hier so in die Seite reingehen. Also ja, das ist ein Perfektionsgrad, den ich bei keiner anderen Statue bisher feststellen konnte. Ja, was natürlich sofort auffällt, die Schädelform. Ne? Wir sehen also hier, wie ausgebeult, hier sieht man es nochmal von hinten sehr schön, wie ausgebeult der Schädel ist. Hier glaube ich auch die Poren, die man sieht. Ne? Es ist tatsächlich sogar auch in den Poren eine kleine Schattierung reingearbeitet worden oder vielleicht war die auch sogar schon im Stein vorher drin. Ich habe mir also aufgrund dessen mal ein paar Frauen in der U-Bahn angeguckt, die ein bisschen dunkelhäutiger sind und bei denen sieht man halt am Haaransatz, die Hautporen sind auch teilweise ein bisschen dunkler. Also das ist ja extrem gut nachempfunden und ich bin mir nicht mal sicher, ob das sozusagen nicht auch Absicht war, dass man hier diese dunklen Stellen im Hinterkopf hier so sieht. Könnt mir durchaus vorstellen, dass das eine absolut realistische Darstellung ist, was der Künstler hier geschafft hat, sozusagen schon den perfekten Stein auch auszuwählen. Hier sieht man eine kleine Falte hinterm Ohr, hier sieht man eine kleine Falte. Hier habe ich im Museum auch nochmal nachgefragt, was es denn für eine Farbe ist, die zum Beispiel hier beim Ohr benutzt wurde, oder auch mit der der Hals hier so leicht koloriert wurde. Darauf habe ich aber keine Antwort bekommen. Das konnte mir keiner sagen, beziehungsweise wurden auch meine E-Mails dazu nicht beantwortet. Dazu hat mal jemand gesagt, das sieht aus, als hätte jemand mit 3000 DPI einen Laserscan gemacht von dem Gesicht dieses Mädchens und den dann irgendwie in den Stein übertragen. Und ich glaube, im Grunde genommen ist genau das auch gemacht worden, nur nicht mit einem technischen Gerät, sondern es gab jemand, der hat sich dieses Mädchen angeguckt und im wahrsten Sinne des Wortes visuell eingeprägt. Das ist ja das schönes Wort in diesem Zusammenhang und hat es dann halt geschafft, den perfekten Stein zu finden und sozusagen es zu übertragen. Kraft mentaler Energien, also diese Oberfläche ist nicht mit einem Hammer und einem Meißel erzeugt worden, sondern ich glaube, die letzten Schritte, um diese Statue und diese Büsten perfekt hinzubekommen, sind auch wieder irgendwie mit der Hilfe von Bewusstsein erstellt worden. Ja, jetzt sehen wir gleich, also auch hier einfach nochmal hingewiesen auf die Hautstruktur, die so perfekt simuliert ist und auch der Mund. Ja, also jetzt sehen wir die Dame von der Seite und wir stellen fest, dass die ja auch nach hinten einen extrem elongierten Schädel hat. Und da steht im Museum an der Informationstafel, dass halt der Künstler hier irgendwie ein bisschen freigedreht hat und ja, ein schönes Gesicht und der Rest ist Fantasie. Wobei ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass jemand in der Lage ist, ein Abbild eines Gesichtes so perfekt hinzubekommen und sich dann den Rest da komplett dazu denkt. Also auch man sieht ja auch, dass das hier hinten am Nacken hier, diese Muskeln, die hier lang laufen, das müsste ja alles reine Fantasie sein, sieht aber anatomisch doch irgendwie ziemlich gut aus. Und ich bin der Meinung, diese Wesen gab es wirklich mal. Und ihr seht hier unten den Abschluss, die Abschlusskante. Dieser Kopf steckte mal auf einem Körper drauf oder wo auch immer drauf. Ich könnte mir vorstellen, er steckte mal auf einem Körper und die hatten so eine Art, wie so Schaufensterpuppen aus Stein, die diese Qualität hatten. Also wie Menschen, die in einer Pose in Stein gefroren wurden. Und wenn man das dann mit dem Kulturhorizont von Echnaton sieht,
dann sagt man sich, glaube ich, auch, okay, hier sehen wir wohl die Götter. Und ich glaube, dass diese Kultur, diese Menschen, wenn es die wirklich mal gegeben hat in dieser Form, mit diesen Köpfen, dann waren das die Vorbilder für diese Kulturen, die sich irgendwie die Bretter an den Kindern, die Bretter an den Kopf binden, damit sich der Schädel nach hinten so ein bisschen verlängert. Was man hier eindeutig allerdings sehen kann, ist, dass das Gehirnvolumen, ich würde sagen, mindestens 200% hat von dem, was wir so heute haben. Und dazu auch noch eine schöne Geschichte, die ich mal gehört habe, zum dritten Auge. Man sagt ja, das dritte Auge sitzt halt zwischen den beiden Augen im Ansatz der Stirn über der Nasenwurzel. Und der Punkt im Gehirn, der das dritte Auge darstellt oder ist die Zirbeldrüse, die bei uns genau im Zentrum des Gehirns sitzt und so groß ist wie eine Erbse. Jetzt kann man vielleicht ja einfach mal fabulieren, dass die Formulierung das dritte Auge daher abgeleitet ist, dass dieses Organ, das jetzt die Zirbeldrüse so groß wie eine Erbse ist, früher mal so groß wie ein Augapfel war. Und meiner Meinung nach ist das das wichtigste Organ, das unser Körper beherbergt, die Zirbeldrüse. Und wenn ich mir vorstelle, dass sozusagen in diesem Kopf, in einem größeren Gehirn, eine Zirbeldrüse sitzt, die so groß ist wie ein Augapfel, dann hatten die mehr geistiges Potenzial. So, man sagt zwar, die Größe des Gehirns spielt keine Rolle, aber in dem Fall glaube ich schon, ein doppelt so großes Gehirn hat auch mehr Kapazitäten und mehr Fähigkeiten. Hier eine Ableitung für ja, das Auge des Horus könnte man aus einem Querschnitt von einem Gehirn abgeleitet haben. Man kann wohl davon ausgehen, bei der ganzen Mumifizierung und so, die da im alten Ägypten praktiziert wurde, dass die auch anatomische Kenntnisse hatten. Und ja, vielleicht ist ja die Darstellung vom Auge des Horus ja, ein Abbild dessen, was wir in unserem Kopf tragen. Und auf der rechten Seite sehen wir halt nochmal, wie so ein Gehirn aussehen könnte von einer Dame mit einer vergrößerten Zirbeldrüse und daher vielleicht ja, wie eben gesagt, die Ableitung, das dritte Auge, wenn es in etwa so groß ist wie ein Augapfel. Ja, die Prä-Inka- bzw. Inka-Kulturen haben in ihren Museen in Südamerika, in Peru ist es glaube ich, diverse Langschädel. Das sind also keine Puppen oder irgendwie sowas, das sind wirklich ja, Knochen und das sind Menschen, die so mal gelebt haben. Und ja, da könnte es eine gewisse Ähnlichkeit zu der Statue schon irgendwie geben, bin ich der Meinung, dass ja, diese Menschen waren in der Lage, Dinge zu tun, die wir nicht auf die Reihe kriegen heutzutage oder vielleicht nur so eine Uri Geller-Menschen irgendwie. Zu den Langschädeln ist noch zu sagen, dass es auch welche in Malta und Frankreich gab. Und was mir noch dazu eingefallen ist, dass eine, na, wie hieß sie, Dr. Svetlana Balabanova 1992 Nikotin und Kokain in Mumien gefunden hat. Und wir reden da nicht nur von irgendwelchen Ausnahmemumien, High-Class, High-Society-Mumien oder so, sondern in über 3000 Mumien wurde Nikotin gefunden. Und Nikotin ist eine Pflanze, die nur in Südamerika vorkommt. Und ja, ein weiterer Beleg dafür, neben diesen optischen Geschichten hier, dass es halt einen Austausch zwischen Ägyptern und Südamerikanern gab. Hier ist noch zu sagen, dass die Nähte der Schädel, der Langschädel anders laufen als die Knochennähte bei den Menschen oder bei dem Homo sapiens. Ich denke mal, es sind beides Menschenarten. Aber bei den Langschädeln laufen die Knochennähte oben ein bisschen anders. Die haben also, ja, das ist irgendwie so, wie der Neandertaler eine andere Rasse ist, ist das hier auch eine andere Rasse, bin ich der Meinung. Man kann natürlich auch ganz desillusionorisch so denken, dass man hier irgendwie eine Krankheit sieht. Aber diese Krankheit muss dann die ganze Familie gehabt haben, weil wir kommen jetzt zu einer Art Rückwärtserzählung der Entwicklung dieser Art von Menschen, die wir hier sehen. Also ich hatte ja gesagt, ich schätze die hier so auf 13, 14. Ihr gegenüber sehen wir die hier, auch im Berliner Museum, im Ägyptischen Museum in Berlin. Selbe Ausprägung nach hinten und auch in die Seite deformiert. Der Stein wieder perfekte Simulation von Haut. Also ja, es ist auch hier
unfassbar eigentlich. Der Schädel ist noch ein bisschen kleiner und deswegen nehme ich an, dass die Dargestellte hier in etwa so 10, 11 Jahre alt ist. Schätze ich mal irgendwas so in dem Dreh. So, jetzt kommen wir zur nächsten. Die ist jetzt wieder im Ägyptischen Museum in Kairo. In derselben Vitrine wie auch die erste, die Nofretete. Hier sehen wir die Vorstufe. Auch hier ist die Haut schon an einigen Stellen ziemlich gut. Es fehlen halt noch die Augenhöhlung und die Augenbrauenhöhlung. Der Schädel ist wieder ein bisschen kleiner. Wir haben es also hier so mit einer etwa, ich schätze, 8-Jährigen, 9-Jährigen zu tun, vielleicht so in dem Dreh. Es fällt auf, dass die Ohren im Verhältnis zum Rest noch ein bisschen größer sind, also unproportional groß sozusagen. Und der Schädel nach hinten noch weiter elongiert ist. Das sieht man hier rechts, wirkt auf dem Foto nicht ganz so gut, aber es ist wirklich noch ein bisschen extremer als in der, die wir davor gesehen haben. So, jetzt kommen wir zu ihrer kleinen Schwester. Die könnte gleich alt sein, ist also annähernd gleich groß. Auch hier fällt auf, wir haben leicht andere Gesichtszüge, aber auch die Ohren sind wieder sehr groß und auch wieder diese starke Elongierung des Hinterschädels, Hinterkopfes. Jetzt kommen wir zur nächsten. Die ist ein bisschen kleiner. Und hier schätze ich, dass wir eine so 5-, 3-, 4-, 5-Jährige sehen. Die Ohren sind im Verhältnis noch ein bisschen größer, also die verwachsen sich sozusagen im Älterwerden. Und der Hinterkopf ist halt auch enorm. Und dann haben wir jetzt hier ein bis 2-jähriges Kind mit einem extrem elongierten Hinterschädel. Aber schon den restlichen Körperproportionen so wie bei den Erwachsenen. Also die Armlänge haut hin, was auffällt, auch wieder das breite Becken, wie man es auch schon bei Echnaton gesehen hat. Dicke Oberschenkel, einen dicken Hintern. Und oben der elongierte Hinterkopf ist halt noch extremer als bei den anderen. Und ich glaube, bei dieser Menschenart war das so vergleichbar mit denen, wie wir es bei unseren Babys heute haben. Da ist ja der Kopf im Verhältnis am Anfang auch ein bisschen größer und der Rest verwächst sich. Also der Körper verwächst sich natürlich dann auch noch in den Proportionen, dass man halt, das ist halt ein Unterschied zu unserer Rasse, was wir hier sehen. Da war der Körper in den Proportionen schon ja, relativ wie im ausgewachsenen Zustand, ist dann halt nur noch skaliert. Und der Kopf hat sich halt im Entwicklungsalter so ein bisschen normalisiert, in Anführungszeichen. Ja, vielleicht ist es auch so, wenn man Babys gebiert, die solche Köpfe haben, braucht man breitere Hüften. Und das ist vielleicht sozusagen ja, deswegen bedingt, warum dort auch Männer, Frauen alle mit breiten Hüften und kleinen Bäuchlein dargestellt wurden. Das hat halt irgendwas mit der Genetik zu tun und war nicht reine Fantasie. Hier sehen wir jetzt nochmal Nofretete, wie sie im Berliner Museum steht, eine kleine Statue von ihr. Und wir sehen auch hier den elongierten Hinterkopf. Na, hier, da sieht man es. Aber bei weitem nicht so extrem, wie wir das bei dem anderen Bild gesehen haben. Und man könnte sich auch durchaus vorstellen, wenn sie hier die Haube abnehmen würde, dass halt hier so ein elongierter Schädel hinter sitzt. So, bei der Nofretete ist mir noch eingefallen, dass das wohl ein Kalksteinkern sein soll, der mit Gips übermodelliert wurde. Und vielleicht haben die ja diese Statuen so erzeugt, dass sie erst diese Gipsmodelle hatten, die man halt sehr gut bearbeiten kann, wo halt alle Details eingearbeitet werden. Und davon wird dann ein Negativ erstellt und das Negativ wird dann mit einem Geopolymer ausgegossen, sodass daraus dann halt später ein ultraharter Stein wird. So würde man sich das sparen, aus Granit irgendwas ausmeißeln zu müssen. Setzt allerdings voraus, dass man einen flüssigen Granit herstellen kann und auch eine Negativform herstellen kann, die entsprechend perfekt ist. Hier sehen wir ein bekanntes Relief von Echnaton und Nofretete, angeblich, mit drei Töchtern. Und auch hier fällt auf, selbst die Kleinste, die hier sitzt oder steht vielmehr, hat schon dieselben Körperproportionen. Sie hat dieselben Körperproportionen, ist ein bisschen größer, sie genauso. Und hier Mama und Nofretete, da sieht man es halt im ausgewachsenen Zustand. Und hier auch wieder dieser elongierte Hinterschädel, ganz extrem. Jetzt ist die Frage zur Entstehung. Es gibt für mich
hier ein paar Möglichkeiten. Es könnte von der alten Kultur erzeugt worden sein und im Entwurfstadium abgelehnt. So von wegen, ich mache halt erstmal die Figuren, das ist das Aufwendigste. Und wenn mir dann irgendwas nicht gefällt, dann brauche ich natürlich auch keine Hieroglyphen reinnehmen und ich brauche mir auch nicht die Arbeit zu machen, diese Flächen hier zu entfernen, weil das ein Ausschussstück ist. Warum auch immer. Zweite Möglichkeit ist es, und diesen Entwurf sozusagen, den hat dann Echnaton gefunden und hier hat dann angefangen, seine Hieroglyphen raufzusetzen, weil es einfach freaky ist. Ne? Also so eine Pharaonendarstellung mit Kindern, er küsst hier seine Tochter, sowas gab es nicht im alten Ägypten. Das ist eine absolute Seltenheit, dass man solche Familiendarstellungen sieht. Zweite Möglichkeit ist, er hat halt Echnaton und Nofretete haben dort halt in dieser Stadt diese Statuen gefunden und haben dann ihre Künstler gebeten, die in Stein nachzumeißeln. Und das ist halt das Ergebnis davon. Und die waren halt damals zu faul oder irgendwie nicht mehr in der Lage, halt diese Steine hier noch zu ebnen, sodass wir ein richtig perfektes Hochrelief bekommen. Ja, hier. Da wird gesagt, offizielle Darstellung von Echnaton. Auch hier denke ich, wenn es eine offizielle Darstellung ist, dann wurde sie, wenn sie von der alten Kultur, von der Hochkultur erzeugt wurde, als Entwurf verworfen, weil sonst hätte man halt den Rest hier geglättet und das Gesicht halt wirklich als volles Hochrelief gehabt. Hier entsprechend bei dem Bild genau dasselbe. Was ich halt total schön finde, ist, sie reicht ihm hier Blumen, irgendwie einfach ein schöner Akt irgendwie, so alles ist friedfertig. Er hat halt so wieder diese kleine Wampe, sie hat die kleine Wampe und die breiten Hüften. Ja, also fand ich einfach süß. Und das hier finde ich noch sehr interessant. Hier gibt es für mich zwei Deutungsmöglichkeiten. Die eine habe ich von dem MS Zoff aus seinem YouTube-Vortrag Mensch und Symbol trifft, Zeichen und Symbol trifft Mensch und Person. Und zwar geht es hier darum, dass wir die großen hier, das sind gefallene Engel, das hier oder auch hier dargestellt, die halt die Sonne anbeten. Und dann geht es immer weiter runter, die Menschen werden immer kleiner, hier in verschiedenen Etappen und auch hier und dann hier noch ganz klein. Also das sind wir sozusagen und wir stehen im Schatten dieser Zwischenwesen, die kriegen halt noch die Sonnenstrahlen ab. Die Sonnenstrahlen geht hier noch bis hier hin, aber die Kleinen hier hinten, auch hier, die kriegen keine Sonnenstrahlen mehr ab. Und ja, das sind wir Menschen sozusagen. Die zweite Interpretation ist, dass es sich halt hier auch um materialisierte Lichtwesen handelt, die früher halt noch größer waren, die Riesen halt, und mit der Zeit halt immer kleiner wurden. Und hier sozusagen eine, ich nenne es jetzt mal Degeneration, gezeigt wird. Und ja, wenn ich mir angucke, wie wir immer weiter degenerieren hier, uns wird zwar immer mehr Technik gegeben, aber die Fähigkeiten, die ein Mensch hat, die verkümmern immer mehr. Also ob das jetzt Orientierungssinn ist oder handwerkliche Fähigkeiten, alles wird durchs Digitale ersetzt und meiner Meinung nach sind wir in einem systemisch gewollten Verdummungs- und Verrohungsprozess. Und ja, das ist vielleicht auch schon so ein Ansatz davon aus der Antike, der zeigt, uns wird ja immer erzählt, dass wir hier die Hochkultur sind und alles so super ist, aber ich glaube, die hatten früher viel mehr drauf und viel mehr Fähigkeiten als wir heutzutage und das wird halt hier in diesen Reliefs gezeigt. Ein weiteres Indiz für die systematische Verrohung, die hier bei uns stattfindet, ist die völlig abstruse Einteilung der freiwilligen Selbstkontrolle für Filme. Es gibt Filme für 12-Jährige, die sind so ultra brutal, wo meiner Meinung nach Kinder traumatisiert werden und das wird ja alles als völlig normal und selbstverständlich hingestellt. Also ja, ist schon ein bisschen traurig, was hier so passiert. Hier kann man noch zu sagen, in etwa im Jahr so um 500 vor Christus soll Sokrates mal gesagt haben, dass die folgende Generation niemals das Potenzial der vorherigen hatte. Und ja, vielleicht ist das ja auch so ein Zeichen für den Abstieg, in dem wir uns befinden. Und ich habe auch gehört, dass die Bhagavad Gita in etwa im Jahr 500 vor Christus geschrieben wurde. Und da wurde gesagt, das wurde deswegen niedergeschrieben, weil die Menschen nicht mehr in der Lage waren, sich das alles zu merken und im Kopf zu behalten. Also auch hier sehen wir, wie so eine Art Degeneration stattfindet. Jetzt kommen wir zu Tutanchamun, das ist ja der Sohn von Echnaton mit einer Nebenfrau, also nicht der Sohn von Nofretete.
Wir sehen auch einen elongierten Hinterschädel in dem Röntgenbild rechts deutlich zu sehen. Und hier gibt es ja, da er mit 18 Jahren gestorben ist, auch die These, dass er ermordet wurde. Aber auch da gibt es Gegenthesen, die sagen, dass er krank war. Und man sieht auch an der Wirbelsäule, die hier so S-förmig läuft, also hier in dem Röntgenbild, dass der nicht so ganz fit war anscheinend. Arte hatte noch eine Dokumentation zum Leben von Tutanchamun gebracht und da haben sie die postuliert, dass er eventuell einen krassen Unfall hatte, der dazu geführt hat, dass diese Wirbelsäule so deformiert ist. Und dann habe ich noch in irgendeinem Bericht gehört, dass der Mensch, der das Skelett seziert hat, wohl auch ziemlich grob war und das nicht so nach allen Regeln der Kunst gemacht hat. Ja, also von daher kann natürlich sein, dass der Unfall, dass er verunfallt wurde. Das ist alles Spekulation. Aber die Unfallthese aufgrund der Deformation der Knochen ist jedenfalls nicht ganz verkehrt, denke ich. So, jetzt kommen wir zum Bild, wo man ihn halt auch mal schön von vorne sehen kann. Beziehungsweise, also das ist jetzt ein Replika der. Nee, ich glaube, es wurde sogar als Original-Foto von Tutanchamun bezeichnet. Und was eindeutig auffällt, es gibt keine Wölbung in das Seitenvolumen von dem Kopf. Also, ich glaube, dass Echnaton und Nofretete, welche waren, die haben ihrem Sohn, in dem Fall ihm hier, Tutanchamun, die Brettchen an den Kopf gebunden, um ihm diesen Schönheitsideal, was wir gerade auf diesen Statuen gesehen haben, näher kommen zu können. Übelste Tortur für die Kinder, meiner Meinung nach, aber hier findet keine wirkliche Volumenvergrößerung des Kopfes statt, sondern nur eine Deformation. Ja, weil es halt gerade aktuell ist, sind im Grab von Tutanchamun eventuell noch zwei Räume gefunden worden oder vielleicht auch noch mehr Räume, man weiß nicht, was dahinter liegt. Das ist hier mal skizziert worden in dem Grundriss von dem Grab. Dazu kann ich jetzt erstmal gar nicht mehr sagen, außer dass das halt momentaner Forschungsstand ist, dass da irgendwie Räume wohl vermutet werden. Und der Knaller wäre natürlich, wenn dort das Grab von Nofretete gefunden werden würde. So, hier sehen wir Bilder von ja, dem Original, so wie das halt im Ursprungszustand mal aussah. Und das sieht aus wie eine Rümpelkammer. Und ein Indiz dafür, dass das hier irgendwie relativ schnell zugeräumt werden musste und dass es halt bei der Beerdigung schnell gehen musste. Was auffällt, wenn man sich halt diesen Kopf hier mal anguckt, genauso wie den Kopf von dieser Tragebahre hier, das ist ziemlich primitiv. Das ist kein schönes Kunsthandwerk. Es ist bei weitem nicht die Qualität wie die Maske eines Tutanchamun. Und ja, hier würde ich fast vermuten, das ist sozusagen die künstlerische Qualität, die die Künstler von Tutanchamun hinbekommen haben. Genauso wie hier, ne? Man sieht eindeutig, das ist jetzt nicht so artifiziell gearbeitet. Das sind sozusagen Originale aus der Zeit auch. Das haben die damals so hingebracht. So, weil das hier so zugerümpelt aussieht, das kam, glaube ich, auch aus einer Art-Dokumentation, sind Leute davon ausgegangen, dass hier die letzten, die hier noch drin waren, Grabräuber waren. Und zwar welche, die noch so viel Respekt hatten, dass sie jetzt nicht in die Grabkammer an sich gegangen sind, sondern nur die beiden Vorräume durchsucht haben. Da hat man wohl auch keine Schmuckstücke gefunden. Die haben halt alles mitgehen lassen, was es noch so irgendwie, was halt schnell und transportabel war. Und dann haben die halt das Grab zugemacht und versiegelt. Hier nochmal ein schönes 3D-Modell von dem Grab. Hier hinten diese komplett zugemüllte Rümpelkammer. Das ist auch schon alles ordentlich gerümpelt. Hier dann dieser Mumie im Sarkophag, im Sarkophag, im Sarkophag. Dann in dem Steinteil und drumherum nochmal zwei Schränke. Und hier der Raum sah anscheinend ein bisschen aufgeräumter aus, wie man sich das eher so vorstellt. Da bewacht halt hier, wie heißt das, das Anubis, der Schakal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der hier heißt. Den Zugang zu dem Bereich, in dem die Innereien von Tutanchamun aufbewahrt wurden. Und ja, das ergibt schon eher so den Eindruck von einem gewollten Grab als diese Rümpelkammern hier hinten. Hier finde ich eigentlich sehr schön gelungen, um sich halt auch mal vorzustellen, wie viel Material da ineinander geschachtelt wurde. Hinten. Vergoldetes Holz, das waren halt sozusagen Schränke, die
um diesen Steinsarkophag drumherum gebaut wurden. In dem Steinsarkophag lag der, in dem lag der, in dem lag der und da lag dann halt Tutanchamun mit seiner bekannten Maske drin. Was mich hieran wieder ein bisschen stört, ist, die haben ja sehr viel Mühe sich gemacht, um diese Faksimiles hier herzustellen, also das sind keine Originale. Wenn ihr euch jetzt mal den Fußbereich hier anguckt von diesem großen Sarkophag, dann gehen wir jetzt zum nächsten Bild, behaltet das im Kopf, schaut euch das an. Das ist ein Originalfoto von dem Sarkophag und wir sehen, wie hier eindeutig Farbe runtergelaufen ist, hier an der Stelle. Und ja, das finde ich halt einfach schade, dass auf dem Bild davor der Eindruck vermittelt wird, ja, so ist es, wir haben alles ganz genau dargestellt, aber es wurde halt nicht alles ganz genau dargestellt. Weil meiner Meinung nach sieht man hier deutlich, dass dieser Sarkophag nicht fertig ist. Da, hier sieht man, wie ein fertiger Sarkophag aussieht. Komplett bunt, schön bemalt, alles tutto bene. Und der hier, da haben sie halt noch das Gesicht hinbekommen, die heiligen Geräte, die er in den Händen hält. Aber der Rest ist unbemalt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier mit der Farbe so geplant war. Also auch hier Indiz dafür, dass es schnell gehen musste. Was mir hier noch aufgefallen ist, wenn man mal diese Gesichter vergleicht, dieses, dieses, dieses und dieses. Also das hier ist auf keinen Fall dasselbe Gesicht wie der hier oder der hier. Also der hat viel dickere Lippen, ganz eindeutig zu sehen. Der hier hat schmalere Augen, sieht eher ein bisschen orientalischer aus. Der und der, die sehen sich noch recht ähnlich, aber da ist irgendwas ist da schiefgelaufen, meiner Meinung nach. Das sind verschiedene Sarkophage. Das mag sein, dass das alles so zusammenpasst, so irgendwie, aber ja, das wirkt auf mich nicht wie ein Gesicht, was viermal wiedergegeben wurde. So. Also Echnaton hat 17 Jahre regiert, dann hat Nofretete 2 Jahre regiert, dann kam Tutanchamun im Alter von 9 bis 18 Jahren. Das war halt auch nochmal so eine Notlösung, um irgendwie die Dynastie zu verlängern. Dann kam Ehe, der zweite, glaube ich, hat dafür 2 Jahre, das ist, glaube ich, wird gemunkelt, der Vater von Nofretete gewesen. Dann kam der General, da ging es also schon sozusagen von einer Herrscherfamilie, von einer Herrscherdynastie, von einem Königshaus, würde man vielleicht heute sagen, in das Militär. Und damit endet dann auch die 18. Dynastie. Man könnte sozusagen das Ende meiner Meinung nach auch mit dem General Haremab gleichsetzen. Und danach kamen dann die Ramseskönige, die das Zepter übernommen haben und auch die Politik dann wieder verändert haben und auf Expansion, sprich auf Eroberungszüge gegangen sind. Und die haben dann auch die Stadt Amarna abgetragen und als Baumaterial für zum Beispiel den Pylon, den wir in Karnak gesehen haben, verwendet. Und die haben auch dafür gesorgt, also Sethos der Erste ist nach Ramses dem Ersten, dass halt diese Königsliste, die wir in Abydos gesehen haben, gefälscht wurde. Ja, das waren also Leute, die eine richtige Stinkwut auf Echnaton gehabt haben.